Herzlich willkommen zur Schulungsreihe Smart Meter verstehen und anwenden. Im dritten und letzten Videoteil dieses Moduls widmen wir uns dem Thema Energiemanagement mit der ISO 50005. In den letzten Jahren war eine Steigerung der Energiepreise zu bemerken. Das lag unter anderem an dem Brennstoffemissionshandel bzw. der Einführung des CO2-Preises. Auch schärfere Anforderungen durch den Markt und die Kunden führten zu einer Preissteigerung, gerade auch für kleinere Unternehmen. Die Bundesregierung plant Entlastung für diese Firmen. Voraussetzung ist, dass sie ein Energiemanagementsystem einführen und Maßnahmen zur CO2-Senkung bzw. zur Energieeinsparung umsetzen. Bei kleineren Unternehmen soll die Einführung eines Energiemanagementsystems nach der ISO 50005 in der dritten Stufe ausreichen. Das heißt, es ist kein Energiemanagementsystem nach der ISO 50001 notwendig. Die ISO 50005 ist im September 2021 erschienen. Sie bildet einen Leitfaden für die schrittweise Implementierung eines einfachen Energiemanagementsystems. Im Fokus stehen hierbei dann besonders kleinere Unternehmen, für die gerade die ISO 50001 zu aufwendig wäre. Die ISO 50005 bietet also eine Hilfestellung für den schrittweisen Aufbau eines einfachen Energiemanagementsystems. Das erfolgt in drei Schritten. Zuerst werden die energierelevanten Daten im Unternehmen erfasst, dann werden Optimierungsziele erstellt und dann werden darauf benötigte Planungsunterlagen angefertigt. Für eine größtmögliche Flexibilität ist die ISO 50005, wie gesagt, stufenweise aufgebaut. Unternehmen mit wenig Erfahrung im Energiemanagement können aus dieser Norm deswegen ebenso einen Nutzen herausziehen, wie Firmen, die schon sehr viele und gut etablierte Strukturen aufgebaut haben. Je höher die Stufe in der ISO 50005, desto mehr Elemente des klassischen Energiemanagementsystems wurden umgesetzt bzw. implementiert und desto mehr nähert sich das System dann einer vollen ISO 50001 an. Im Gegensatz zur ISO 50001 können die einzelnen Stufen der 50005 allerdings nicht zertifiziert werden. Vielmehr stellen sie einen Leitfaden dar, an dem sich Unternehmen orientieren können. In der ersten Stufe soll ein grundlegendes Verständnis für den Energieeinsatz, Energieeinsparungsmöglichkeiten und die Erfassung von Energiedaten geschaffen werden. Die zweite Stufe zielt dann auf eine Verbesserung des Energiemanagements. Ein Team wird aufgebaut und Energieeinsparung soll fester Bestandteil der Unternehmenspolitik werden. Dazu zählt eine grundlegende Analyse des Energieverbrauchs, der Energiekostendaten und der Bewertung der möglichen Energieeffizienzmaßnahmen. Ab der dritten Stufe entsteht dann langsam ein richtiges Energiemanagementsystem. Jetzt werden systematische und regelmäßige Energiemanagementpraktiken aufgebaut. Ziele werden formuliert und deren Erreichung auch regelmäßig überprüft. Die Überwachung und Bewertung von Energiedaten werden kontinuierlich verbessert und die Einhaltung von rechtlichen Vorschriften wird auch nachverfolgt. In der vierten Stufe liegt dann ein nahezu vollständiges Energiemanagementsystem vor. Der Fokus liegt jetzt ganz klar auf einer regelmäßigen Verbesserung der Energieeffizienz. Die Kernelemente der ISO 50001 wurden jetzt umgesetzt. Der nächste Schritt wäre jetzt noch eine Analyse, welche Lücken gegenüber der ISO 50001 bestehen, um ein zertifiziertes System aufbauen zu können. In jeder dieser vier Stufen werden 12 Themen, sogenannte Elemente, in verschiedener Tiefe betrachtet. Der erste Schritt, um die Norm umzusetzen, ist die Analyse des Status quo. Zunächst wird für jedes Element eine Selbstbeurteilung durchgeführt. Hierzu liefert die Norm für jedes Element anschauliche Fragestellungen, wie diese Analyse erfolgen kann. Im Anschluss wird dann für jedes Thema eine Zielstufe formuliert, die man in dem jeweiligen Element erreichen möchte. Hierzu bietet die Norm dann auch anschauliche Beispiele. Kriterien für die Festlegung sind dabei Kapazitäten wie Geldmittel oder Personalressourcen. Parallel werden dann ein einfacher Business Case sowie ein Projektplan aufgestellt. Hierbei werden dann die Ziele weiter konkretisiert, sowie vorläufige Schätzungen über Kosten, Personalressourcen oder auch Verantwortlichkeiten formuliert. Schlussendlich wird hier dann eine Entscheidungsvorlage erstellt, ob ein Energiemanagementsystem nach einer ISO 50005 eingeführt werden soll oder eben nicht. Zusammengefasst lassen sich mehrere Gründe finden, warum ein Energiemanagementsystem nach einer ISO 50005 gerade für kleinere Betriebe von Vorteil sein kann. Der modulare Aufbau der Norm setzt eher eine Richtschnur als ein starres Korsett, sodass recht flexibel auf die eigenen Anforderungen eingegangen werden kann. Dabei kann das System jederzeit weiter ausgebaut werden. Anschauliche Anleitungen sind vorhanden, um schnell in das Thema einzusteigen. Im Gegensatz zur ISO 50001 ist die Norm allerdings nicht zertifizierbar. Das bedeutet aber auch, dass sie freier ist in der Ausgestaltung.
Die Struktur der ISO 50005 ist allerdings ebenso etabliert. Es ist eine internationale Norm, die systematisch den Einstieg in ein Energiemanagementsystem beschreibt. So bietet sie auch eine gute Vorbereitung gegenüber wachsenden Anforderungen seitens Gesetzgeber oder Kunden. In den vorherigen Modulen haben wir uns die Erfassung und Analyse von Energiedaten genau angeschaut. Mit einem Energiemanagementsystem können wir nun sicherstellen, dass die Auswertung auch kontinuierlich strukturiert und regelmäßig erfolgt und auch die Optimierungsmaßnahmen regelmäßig überprüft werden. So haben auch gerade kleinere Unternehmen die Möglichkeit, von der modernen Erfassung von Energiedaten zu profitieren. Damit schließen wir das dritte Modul ab und sind auch am Ende der Schulungsreihe angekommen. Wir hoffen, Sie konnten hilfreiche Informationen zu Smart Mietern, Energieeffizienz und Energiemanagement für Ihren eigenen Betrieb mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß bei der Umsetzung.